dobry Polsko. Dzień dobry Polsko. To znowu my. Hej, witam Polsko. Już 7 rano. Wstaję i jadę. Hallo und witam hier aus Stettin. Und zwar, ich bedanke mich, dass ihr wieder einmal zuschaut und dass ihr auch abonnieren tut und das Glöckchen drückt. Versteht sich von selbst. So, im gestrigen Video hatte ich euch ja gesagt gehabt, wir möchten zu Weihnachten wieder etwas verlosen. Ja, was könnten wir denn verlosen? Ich bin am Überlegen und ich brauche eure Hilfe dazu. Ihr sollt im Endeffekt entscheiden, was verlost wird oder was auch nicht. Ihr habt vier Möglichkeiten. Ja, in einem kleinen Video werden sich vier Türchen öffnen oder vier Videos öffnen. Ja, und ich möchte bitte von euch da unten in die Kommentare gerne wissen, für welches Video entscheidet ihr euch? Welcher Gewinn, ja, würde euch eventuell dazu animieren? Die neuen Gewinnvideos jetzt zu Weihnachten ist ja nicht mehr lange hin. Die Regale werden bei euch in Deutschland, glaube ich, auch so langsam, aber sicher befüllt. Ja, hier in Polen ist es nicht so. Weihnachtssachen, bis die irgendwann in den Regalen drin steht. Ja, da kann man schon wieder als Deutscher an Ostern denken. Also wie gesagt, vier Videos mit vier Möglichkeiten. Das, was wir hier verlosen wollen. Und ihr, alleine ihr entscheidet. Ja. Und was sich der Gewinn zu Weihnachten 2020 drehen soll. Also, wie gesagt, jetzt kommt das Video und nach dem Video entscheidet bitte. Ja. Unten in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Übrigens, da oben in der Infoleiste seht ihr noch einmal die kompletten Gewinnvideos aus dem Jahr 2019. Also nicht verpassen. Das Video startet jetzt und übrigens, ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken. Ja. Oder ihr könnt mich auch auf Facebook besuchen und mir da praktisch eine Privatnachricht zukommen lassen, was ihr euch zu Weihnachten 2020 wünscht. So, lange genug geredet. Ja, ich wünsche euch einen angenehmen Tag heute noch und wir sehen uns zum nächsten Video am Samstag hier aus Stettin. Bis dann, schaut euch das Video an und wählt. Bis Samstag, auf Wiedersehen, tschüss und do widzenia.